Der Ocarina of Time und Majora's Mask Randomizer geht in die nächste Runde, Leute. Herzlich willkommen zurück. Ja, es geht wieder weiter. Im letzten Part haben wir den Brunnen erforscht. Da haben wir ein paar Items absahnen können. War nicht ganz so krass erfolgreich, wie ich es mir gerne gewünscht hätte. Aber hey, man hat immer mal einen Paniten dabei. Jetzt werde ich auf jeden Fall nochmal kurz alle Löcher abchecken, denn wir sind immer noch so ein bisschen auf der Kuhjagd, denn mit Epona's Lied können wir ja unsere lieben Kühe besänftigen und die geben uns vielleicht ein paar tolle Items. Genau. Das ist aktuell der Plan. Hi, Diggi. Genau. Und ich suche gerade nochmal ein paar Löcher ab. Beziehungsweise habe ich auch die Idee, dass ich möglicherweise... Ist das hier eigentlich mit Hammer? Nee. Habe ich die Idee, dass ich möglicherweise mit dem Hallya-Schild, den ich mir ja in Dodongos Höhle kaufen kann, auch einen Schild-Status auf dem Rücken habe. Ach so, das war das hier. Jo, das bringt mir nichts. Glaube ich zumindest. Genau, dass ich einen Schildstatus auf dem Rücken habe. Und damit beim Deku-Baum weiterkommen. Das wäre ganz cool. Wenn das irgendwie klappen würde. Jetzt ist halt die Frage, wo gab es denn den Schild? Das ist eine gute Frage. Ich glaube... Bin mir nicht absolut sicher. Hä? War hier nicht ein Deku? War das nicht auf der Seite? War das auf der anderen Seite? Okay, komm, wir checken einfach mal kurz alles ab. So, hier hier gab es keinen Deku. Ne, warte mal, hier. Hier sind wir, glaube ich, komplett falsch. Oder? Mal, wo gab es denn diesen Deku-Kerl? Ich glaube auf der anderen Seite. Ich glaube auf der anderen Seite, ja. Genau, wenn ich jetzt hier durch die Tür... Ich müsste, glaube ich, sogar direkt sein, wenn ich jetzt hier durch die Tür gehe, rechts. Ich glaube, da war der Deku-Kerl, der mir den Schild verkauft hat. I guess. Wow! Genau, da oben haben wir noch eine Skull, die ich mich holen konnte. Okay, hier war er doch nicht. Schade. Dann war es doch die andere Seite. Es gibt ja hier nur zwei oder drei Deku-Kerle. So, hier müsste einer sein. Hä, nein! Okay, dann... Aua. Bei dem haben wir dann auf jeden Fall gekauft, bei dem Deku-Kerl. Der hat uns Garnons Schlüssel verkauft, oder? Ne, Schattentempel-Schlüssel, genau. Schattentempel-Schlüssel hat er uns verkauft. So, ich renne hier mal kurz am Rand lang. Oh Gott, wo war denn das? So. Okay, ich hole mal kurz eine Bombe raus und... Also ich finde die Musik eigentlich ganz passend zu dieser Höhle. Hat irgendwie was. So, komm, schneller. Zwei Skuldies gibt es hier, glaube ich, noch zu holen. Die ich bisher nicht holen konnte. Nämlich da oben einmal. Und die wir vorhin gehört haben, dafür brauchen wir den Vogelscheuchenpolker. Den haben wir ja schon aktiviert. Oder gesetzt, zumindest. Müssen wir aber erwachsen sein. Beziehungsweise... Ja, eine Fernkampfwaffe haben, aber... Nee, eigentlich müssen wir erwachsen sein. Eigentlich schon. Jetzt muss ich hier echt nochmal durchrennen. Warum habe ich mir nicht ein Schild gekauft? Ich hätte, glaube ich, jederzeit genug Rubine gehabt dafür. Ah ja. Am Ende ist man immer schlauer, ne?
Dafür machen wir heute vielleicht ein bisschen länger. Zack. Ich meine, wenn wir am Ende des Tages dafür in den Dekobaum reinkommen, bin ich zufrieden. Ich meine, im Dekobaum können wir uns auch einige Sachen holen. Den können wir halt... Ja, komm, können wir den komplett abschließen? Ich glaube nicht, da brauchen wir auch irgendwo einen Boomerang, oder? Oh, I'm not sure. Aber... Warte mal. Hier hinten war der nicht drin, ne? Oder... Ich glaube, hier drinnen waren nur Deko-Kerle, die ich nicht brauche. Hi. Genau, die brauche ich nicht. Ne. Komplett sinnlos, genau. Aber ich wollte nochmal auf Nummer sicher gehen. So, ich brauche theoretisch diesen Raum. Ich bin ja auch falsch, ne? Ich glaube, ich bin hier auch falsch. Boah, ich bin mir absolut nicht sicher, ne? Ich brauche diesen Raum, wo diese ganzen Dodongos drin sind. Alter, was mache ich denn hier? So. Aber ich glaube, der kommt... Ich glaube, der kommt tatsächlich auf der anderen Seite. Ich glaube, ich mache gerade hier Quatsch. Ja, weil hier kriegt man normalerweise die Kiste, genau. Ja, 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 ich bin falsch. Ich bin mal wieder komplett falsch. Wunderbar. Das bedeutet, ich muss doch auf der Seite lang, oder? Ah, sorry Leute, sorry. Dass ich das jetzt so krass vergessen habe. Wie dieser Deko-Kerl rumlungert. Ja, das ist auf jeden Fall auf der Seite. Muss sein. Alles andere ergibt keinen Sinn mehr. Okay. Au, du Sack. So, dann schieben wir das hier nochmal vor. Und der ist drauf. Zitrön. Und weiter geht's. Miau. Ja, Gott sei Dank haben wir die Hasenohren, ne? Das macht's ein bisschen erträglicher alles. So, cool. Da haben wir die ersten 10 Minuten schon mal damit verbracht, sinnlos hier alles zu suchen. Hier war der Deko-Kerl drin, ne? So. Gib Schild, Junge. Genau, Heia-Schild. Her damit. So. Jo, ich hoffe halt, dass wir damit jetzt bei Mido vorbeikommen. Boah, sieht auch mega cool aus, ne? Der hat was, der Schild. Okay. Nee. Du. Da-di-dai. Jumbai. Ab-ab-bei. Und weg hier. Lost Woods. Let's go. Okay. Schauen wir mal, ob wir Glück haben und Mido uns vorbeilässt. Ich würde mich freuen. Wenn wir jetzt schön einen Deko-Baum machen können, wäre schon cool. Da können wir bestimmt einige Items absahen. Ich meine, da gibt es ja auch 3, 4 Skuldis zu holen, einen Haufen Schatzkisten, ein paar freistehende Rubine gibt es sicherlich auch. Ich denke, damit wären wir ganz gut beraten. Mit einem Deko-Baum. Ich hoffe, es funktioniert. Ansonsten muss halt die Suche nach den Kühen weitergehen. So, erstmal schön einen Schluck Kaffee. Hier müssen wir dann auch nochmal in die Häuser reingucken. Ich bin mir gerade auch nicht sicher, was da noch alles passiert. Hey! Shit, ich brauche echt den... Brauche ich den Deko-Schild? Ah, ist das gemein. Ich hätte echt gedacht, das funktioniert. Mann! Brauchst du echt den Kack-Deko-Schild, ne? Hä, schläft der schon wieder? Was ist mit dir? Da pennt der einfach sich einen weg.
Normalerweise macht er das so nicht. Normalerweise kannst du da so oft spielen, wie du willst, oder? Genau, hier war das. Gut, wir checken jetzt mal kurz die Häuser ab, Leute. Wie gesagt, ich bin immer noch auf der Suche nach Kühen. Bei der Kuh waren wir schon. Ah. Trauriger Part bis jetzt. Wir haben zwar den Haierschild, den muss ich übrigens auch noch marken. Zack. Das Labor. Aber da kommen wir halt auch immer noch nicht runter. Da fehlt uns noch ein bisschen was. Was war im Shop drinne? Achso, da, hey, da war ich doch gerade. Bin ich doof? Da war ich doch gerade erst. Ja, ansonsten geht es wieder auf die Ebene von Hyrule und Gerudo Valley. Oh, da waren es cool, die. Die habe ich ja komplett vergessen. Habe ich komplett vergessen. Komm schon. Du hast das Item. Auf jeden Fall was zum Singen. Song of Time. Song of Time? Ocarina of Time. Was kann man damit machen? Können wir damit aktuell etwas tun? Mit dem Song of Time. Ja, da waren wir schon. Haben wir schon geschossen. Das passt alles soweit. School Team muss ich noch aktivieren. Zack. Also das Einzige, was mir gerade einfallen würde, wäre auch bei den Goronen. Beziehungsweise bei Boris. Aber ich glaube, da war kein krasses Item in der Mühle. Wenn ich mich jetzt so recht dran erinnere. Ja, auch schwierig. So, London Farm waren wir schon komplett. Das hatten wir abgegrast. Wir haben jetzt hier noch 1, 2, 3 Löcher. Am Haiersee haben wir noch ein paar Löcher. Ja, da können wir jetzt nochmal vorbeigucken. Aber viel erwarte ich jetzt hier nicht mehr. So, warte mal, hier ist ein Loch. Rinder. Genau, hier war Boris. Ja, da kriegt man halt nichts Krasses oben. Da passiert nichts. Nee. Das hatte ich ja schon ausgecheckt, als wir in der Mühle waren. Da war was waren da? Rubin oder so, glaube ich. Oder Pfeile, irgendwie sowas. Nichts Spektakuläres auf jeden Fall. So. Majora's Mask. Braucht keiner. Aktuell zumindest nicht. Okay, man muss mit dem Hammer schon ziemlich genau hauen. Okay. Ja, wir können auf jeden Fall zu den Gerudos gehen. Ich hätte gesagt, das machen wir jetzt erstmal. Weil im Endeffekt kommen wir dann eh am Haiersee wieder vorbei bei den Gerudos. Na, ist ja so, wenn du da runterfällst. Und ich glaube, wir werden runterfallen. Eine Sache könnten wir auf jeden Fall ausprobieren. Wenn ich jetzt nämlich... Zwei Sachen könnten wir sogar ausprobieren. Wenn ich da jetzt in die Schlucht runterfliege, gibt es ja diesen Stein. Wo du, glaube ich... Ne, den musst du mit den Händen wegheben, ne? Ja, ich glaube schon. Ach man. Okay. Hier war auch nichts. Ja, die meisten Sachen haben wir halt schon ausgecheckt, ne? Ich weiß nicht, ob wir irgendwo jetzt noch großartig was mit Kühen zusammenkriegen. Ansonsten müssen wir wirklich in Majora's Mask dann erstmal weitermachen. Und im schlimmsten Fall wirklich halt einmal den Zyklus erneuern und sterben.
So, hallo Huhn, komm mal kurz her. Also man könnte ja... Ne, aber den Stein, den kriege ich nur mit den Händen hochgehoben. Da brauche ich die Krafthandschuhe. Deswegen, wir gehen jetzt da runter. Das beim Wasserfall habe ich ja schon ausgecheckt. Also ich bin gerade jetzt wirklich nur darauf aus, da unten den Gerudo mit der Kuh zu sehen. Ich hoffe, die steht da überhaupt, wenn ich ein Kind bin. Ja, doch. Zack. Boah, ist das denn für Musik, ey? Ist ja mega creepy. So. Komm schon, du bist eine richtige Glückskuh. Du gibst mir jetzt ein richtig geiles Item, oder? Ich denke ja. Oh, das ist wirklich ein geiles Item. Der Boomerang, Leute. Ist ein geiles Item. Frage ist, was mache ich damit? Also ist klar, ist super wichtig, aber bringt es mir im Moment irgendetwas? Der Boomerang. Boomerang ist saugeiles Item. Aber ich glaube, hat für mich aktuell keinen Mehrwert. Außer für bestimmte Skuldies vielleicht. Also hier die Skuldie kann ich mir damit holen. Ah, Leute, es ist zum Mäusemelken. Ich glaube, die habe ich halt schon mal abgeschossen. Oder? Ich denke schon. Ja. So, wundervoll, ein grüner Rubin. Huhu. Dankeschön. So, ich check nochmal die Häuser ab. Komm, irgendwas mit Kühen. Ich glaube, wir haben nicht mehr so viele mit Kühen, ne? Den Stall haben wir, glaube ich, auch noch nicht gefunden. Ja, aber wir hatten doch so ganz viele Löcher in Majora's Mask mit Kühen, oder? Ich erinnere mich düster. Dass da so große, so komische Löcher waren, die keiner vorher gesehen hat. Ach, die schöne Musik. Ah. Backflashed. Okay, ja, was können wir denn noch machen? Ich glaube wirklich, wir müssen bald in den sauren Apfel beißen und in Majora's Mask versuchen, mal Progress zu machen. Geht, glaube ich, bald nicht mehr anders. War hier irgendwas? Ich kann mich nicht erinnern. Okay. Der Boomerang. Was können wir denn machen mit dem Boomerang, Leute? Können wir damit jetzt... Wir können damit nichts Neues machen, ne? Wir bräuchten halt echt mal den Deku-Schild einfach. Dass den noch keiner verkauft hat. Das macht mich schon ein bisschen traurig. Wir haben auch noch keine Flasche. Wir haben bis jetzt echt wenig... Ich glaube, wir müssen wirklich in Majora's Mask bald weitermachen. Die Frage ist halt wirklich, was? Wir müssen vielleicht einfach neu starten. Das sind halt alles so Sachen, die halt alle sein können. Okay, hier waren wir schon auf jeden Fall. Ich glaube, wir sind hier soweit erstmal wieder durch. Wir können höchstens noch mal auf dem Hyrule Castle Schlosshof gucken. Ich meine, auf dem Todesberg sind wir auch soweit fertig. Lalalala. Ja, Leute, ich habe keine großartigen Ideen mehr, tatsächlich. Ich werde jetzt mal mit der Eule nochmal zum Schloss fliegen. Ansonsten Majora's Mask. Jo. Dann gehe ich hier jetzt nochmal abchecken. Hier war die Minenbowlingbahn.
Das haben wir schon fertig. Das war auch mega ergiebig. Ihr erinnert euch sicher. So, check mal die Häuser kurz aus hier. Was hat man denn hier alles? Das gibt auch gar keinen Sinn. Immer mal wieder reingucken. Ich weiß, man könnte sich Notizen machen, aber... So bin ich einfach nett. So, hier ist auch nichts. Mit größerem Nährwert. Wir können da nochmal bei Nacht auschecken, ob wir irgendwas Neues... Ja, wir könnten theoretisch bei Nacht nochmal hier die Umgebung auschecken. Ich weiß nämlich nicht mehr, was hier noch alles war. Bei Nacht. Okay, und hier war das. Fehlt uns halt auch immer noch... Wir könnten das eine Lied nochmal spielen hinten beim Schlosshof. Ich weiß nicht mehr, was waren da beim Schlosshof drin. Waren wir da schon fertig? I don't know. Ja, Leute, wir machen ein bisschen Überlänge. Macht mega Spaß, aber wir hängen gerade ein bisschen fest. Ah. Shit, das war dumm. Ja, wir haben halt viele Sachen bei Majora's Mask verkackt, ne, am Anfang. Das hätte besser laufen können. Also zum Beispiel die Oma, die uns Bomben gibt. Die hätte uns schon mal eine Maske gegeben, aber den Bombenladen haben wir, glaube ich, sowieso noch nicht gefunden gehabt. Glaube ich. So, was war denn hier eigentlich drinne? War hier offiziell auch eine Fee drinne? Nee, ich glaube nicht. Was hat man hier gefunden? Doch, hier ist tatsächlich auch eine Fee. Also ich glaube, wir haben schon alle Feen gefunden, oder? So 4, 5 Stück haben wir, glaube ich, schon. Da ist schon ordentlich was bei rumgekommen. So, ich hoffe, ich schaffe das in einem guten Zeitfenster, dass ich da kurz ins Loch hüpfen kann. Und dann lasse ich mich von der Wache erwischen und gehe wieder bei Nacht zurück. Ich glaube, das ist ganz gut. Ah, ich weiß halt nicht mehr, was da drin war in dem Loch. Kann sein, dass wir da schon fertig waren. So. Wir machen einfach Überlänge, Leute. Wir machen das einfach. So. Was haben wir hier? Ach ja. Okay. Wir sind hier aktuell in der zweiten Nacht. Ja, theoretisch könnten wir... Wir könnten zu der Oma gehen. Das ist aber so das Einzige, was wir noch machen können aktuell, oder? In Majora's Mask. Ich weiß nicht, ob wir da noch irgendwas machen können aktuell. Achso, ich wollte ja warten, bis Nacht ist. Sorry. Ja, das ist das Letzte, was wir heute machen. Wir checken jetzt nochmal die Shops ab bei Nacht. Also die Läden. Das sind ja auch nochmal 3 Türen, in die wir reingehen können. Bei denen ich auch nicht mehr weiß, was da drin war. Deswegen, da gucken wir nochmal kurz. Und dann endet der Part heute für heute. Ich würde aber sagen... Wenn wir jetzt hier nichts mehr finden, dann geht's auf jeden Fall erstmal... Ja doch, eine Idee hätte ich noch beim Todeskrater. Der hat eine Gypto-Maske. Ja, okay. Ich glaube, die würde ich auch mal mitnehmen. Die Gypto-Maske... Ja, brauchen wir später halt, ne? Aktuell brauchen wir die auch nicht. So. Und da hätten wir jetzt einmal den Laden hier. Okay, das ist das. Was waren eigentlich beim Totengräber jetzt nochmal drinne gewesen? Das weiß ich auch schon wieder nicht. Ach ja. Und hier, was haben wir hier drinne? Hier ist der Stall. Okay, Leute, jetzt vielleicht Finale. Hier gibt es nochmal 2 Kühe. Ah, komm.
Ihr gebt nochmal was Gutes. Komm schon. Bitte, bitte. Ba, 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 ba. Nee. Mano! Ich dachte, hier gibt's nochmal was Geiles. Ja, Betrug. Na gut. Alles klar, Leute, das war's mit dieser Folge. Semi-erfolgreich, ein paar schöne Sachen haben wir bekommen. Der Boomerang, den Schild, ein paar Lieder. Okay. Ob sie uns jetzt wirklich was nützen, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich werde dann wahrscheinlich nochmal, nicht in Todeskraller, sondern nach Coronia gehen. Da gibt's ja dieses, diese eine Stelle, wo man mit den Zeitblöcken ein bisschen spielen kann. Ich weiß aber nicht genau, ob wir da... Boah, ich glaube, da kommt man als Kind jetzt auch nicht hin. Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es wird darauf hinauslaufen, dass wir als nächstes erstmal wieder nach Majora's Mask gehen und dort unser Glück mit dem roten Elixier versuchen, beziehungsweise vielleicht den Tageszyklus irgendwie neu anfangen müssen. Okay, vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Bis zum nächsten Mal zum Randomizer von Ocarina of Time und Majora's Mask. Tschüssi, Leute.